Wir versuchen uns hier im ZDF-Morgenmagazin jetzt erstmal zu entspannen, sofern das mit unserem heutigen Gast überhaupt möglich ist. Hans-Joachim Heist, vielen besser bekannt als Gernot Hassknecht. Er ist der Chefcholeriker der Nation und hat stellvertretend für seine Kollegen gerade erst diesen Preis, das ist das ZDF-Mainzelmännchen in Gold, entgegengenommen. Und zwar als Preis für die beliebteste ZDF-Sendung. Das gab es ja eine Abstimmung zum 50-jährigen Jubiläum. Und Frau Illner war da auch recht zurückhaltend sogar, beziehungsweise brauchte keine Angst haben vor Ihnen. Sie sind da nicht ausgerechnet, Sie waren ganz, ganz brav. Ich sage jetzt recht herzlich willkommen bei uns im ZDF-Morgenmagazin, Hans-Joachim Heist. So, jetzt werden wir heute Morgen eine andere Seite von Ihnen kennenlernen. Herr Heist, Sie haben also diesen tollen, schönen, schicken Preis bekommen. Ein bisschen stolz auch? Ja, natürlich. Wenn die Heute-Show die beliebteste Sendung des ZDF ist, ist man natürlich stolz. In einer Sendung, in der man selbst eine Rolle spielt und ein zauberhaftes, tolles Team. Alle, die da bei sind, Oliver Welke, mit Oliver Welke angefangen, die Autoren, die Sichter, alles, was da drumherum ist, ist ein tolles Team. Und ich glaube und ich bin mir sogar sicher, wir haben das verdient. Das denke ich auch. Viele sind, glaube ich, sehr, sehr neidisch auf Sie, weil Sie immer das aussprechen dürfen, was wahrscheinlich viele denken. Das erklärt wahrscheinlich auch den Erfolg dieser Figur, Gernot Hassknecht. Wie ist das mit den Themen, über die Sie da sprechen? Das sind ja oftmals wichtige politische Themen und dann darf der Gernot Hassknecht dazu reden. Denken Sie sich das selber aus? Machen Sie da selber Vorstellungen? Wie funktioniert das? Nein. Das ist ein Redaktionsteam, die treffen sich und dann werden die Themen für diese Woche festgelegt und dann bekommt derjenige, der in der Show ist, ob das jetzt Martina Hill ist oder auch Ulrich van Heesen oder ich, und wir bekommen dann ein Themenpaket zugeteilt und dann werden die Texte geschrieben. Meine Texte schreibt meistens Oliver Welke und dann geht das los und dann kriege ich mittwochs, wenn ich Glück habe, den Text und freitags ins Studio. Und flippen und dann aus. Und flippe ich dann aus. Ja, und da fragt auch, wir haben ganz, ganz viele Fragen bekommen über Twitter und Facebook zum Beispiel, fragt Werner Keilholz über Facebook, wie schaffen Sie es, dass Sie keinen Halsweh bekommen? Weil Sie sind ja wirklich, man sieht die Halsschlagader ja hier raustreten, wenn Sie erstmal richtig loslegen, da geht es ja richtig ab. Also müssen Sie sich da erstmal wieder beruhigen, wie funktioniert das? Nein, das ist alles Trainingssache. Ja, ich habe, meine Aorta ist trainiert, 5 cm dicke Wände, hat mein Arzt neulich erst gemessen. Das ist, der hält einen Bluthochdruck von 250 aus, das ist kein Problem mehr. Also, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Sie haben ja gerade schon einige Ihrer Kollegen erwähnt, die zum Heute-Team gehören. Und wir haben unseren Mann Peter Thierhaus mal nach Köln geschickt, der sich mal die Arbeit hinter den Kulissen der Heute-Show anschaut. Und natürlich spielt Gernot Hassknecht da auch eine Rolle, ist ja klar. Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe der Heute-Show. Ich bin Oliver Welke und man hat mich gezwungen, das zu sagen. Da können Sie sich die Ironie mal ruhig in Ihre nicht vorhandenen Haare schmieren, Welke. Mein Name ist Christian Ehring, ich bin multipler Studio-Experte. Tina! Tschüss! Tina, wir sind noch nicht fertig. Ich bin ein Teenager! Das ist die Heute-Show auf dem Bildschirm. In einer schwierigen Phase! Und hier entsteht sie auf einer unscheinbaren Büroetage in Köln. Täglich suchen ein halbes Dutzend Studenten nach Patzern in der TV-Landschaft. Redakteure diskutieren über die Aufregerthemen der Woche und in diesem Büro entstehen die Texte. Das wahre Herz der Sendung befindet sich aber in dieser kreativen Rumpelkammer. 5 Tage die Woche tüftelt Matthias Haag an absurden Requisiten. Seine Favoriten? Wer hat die dicksten Nüsse in der Politik? Und dieses Ding hat dann letztendlich der Volker Bouffier verliehen bekommen und hat's auch genommen. Dazu kann man dann durchaus stehen. Das kam ursprünglich aus der Idee Korea. Die haben ja da immer so Riesenhüte auf. Freitagvormittag trudeln die Schauspieler in Köln ein. Ein Mann der ersten Stunde ist Christian Ehring. Kalkulieren kann man so einen Erfolg, glaube ich, nicht. Ich glaube, es ist tatsächlich eine Mischung aus Konzentration und Spaß. Und ich glaube, das vermittelt sich auch. Manchmal lernt er seinen Text mit Kollegin Christine Preyon, alias Birte Schneider. So habe ich nicht mehr geblendet, seit Flipper sich in dieser Einstimmfolge die Flosse an der Schiffsschraube verletzt. Boah, ist doch viel Text. Ja, es ist lang, ne? Es war die größte Katastrophe seit meiner Hochzeitsnacht! Der heimliche Star der Heute-Show ist Gernot Hassknecht, alias Hans-Joachim Heist. Wenn er in die Maske geht, sitzt sein Text, aber die Haare noch nicht. Und so, und so.
Und schon sitzt die Frisur, nicht? Ja. Ohne Haarspray. Und schon ist Heist auf dem Weg ins Studio. Für die Probe muss noch der Regisseur als Prügelknabe herhalten. In dieser Märchenstunde lästert Hassknecht über Atomstrom. Die Endlagersuche jetzt, Zitat, ergebnisoffen geführt. Ab jetzt! Ihr habt ja wohl den Arsch! Ergebnisoffen! Das Publikum tobt und Anchorman Oliver Welke ist mit der Sendung zufrieden, wie meistens. Nur einmal, da hatte er Grippe. Und dann mussten wir, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie oft abbrechen, weil mir wirklich Bäche die Rübe runtergelaufen sind. Und bei einem so wenig behaarten Kopf sieht man es sehr schnell. Und am Ende outet sich Hassknecht als Morgenmagazin-Fan. Nette Kollegen, sauber recherchiert, wunderbare Sendung. Aber verdammt nochmal, warum muss diese Sendung mitten in der Nacht kommen? So etwas Ja, und jetzt sitzt da bei uns Hans-Joachim Heist alias Gernot Hassknecht. Gibt es irgendwas, was Hassknecht Potenzial hätte, worüber Sie sich aufregen können? Sie sind hier in Berlin, da gibt es ja diverses. Oh, man könnte sich über vieles aufregen. Ein großes Aufregerthema ist natürlich der Flughafen. Ne? Ja, absolut. Ja, aber das ist, wenn man Politiker in Aufsichtsräte lässt. Ne? Ich habe gerade, als ich Ihre Stimme gehört habe, gedacht, wenn ich im Auto alleine unterwegs bin und da sind irgendwelche Deppen neben mir die Vorfahrt oder irgendwie wer oder Fahrradfahrer, die sich nicht so verhalten, wie ich das gerne hätte. Ja. Da flippe ich ja auch total. Autofahren hat viel Wutpotenzial. Ich wollte sehr viel. Wie sind Sie denn privat als Autofahrer? Nicht immer sehr gelassen. Und im Auto kann ich ja machen, was ich will. Nicht? Da kann ich ja brüllen, da kann ich Wörter benutzen, die ich normalerweise auch immer benutze. Und da kann ich auch ausflippen. Und Autofahren ist also ein wichtiger Punkt in den 12 Schritten zum Choleriker. Da kann man Wut richtig aufbauen. 12 Schritte zum Choleriker, das ist das Bühnenprogramm, das Hans-Joachim Heist gerade entwickelt. Das wird also im September, glaube ich, Premiere feiern. 15. September. Schauen wir aber gleich noch rein. Zuvor wollte ich noch eine Frage weitergeben. Es gab ja diverse von unseren Zuschauern über Twitter, fragt André Dietenberger, wie es mit blutdrucksenkenden Mitteln steht, ob Sie die seit der Heute-Show nehmen müssen oder ob viele Leute denken, dass Sie die nehmen müssen. Nein, brauche ich nicht. Brauchen Sie nicht? Nein. Nein, also bei mir senkt sich der Blutdruck, sobald ich wieder... Und das ist Trainingssache. Es ist wie alles im Leben, man muss das trainieren. Nein, ich nehme keine blutdrucksenkenden Mittel. Nein, für die Verwandlung zum... Obwohl, ich muss sagen, ich messe auch nicht regelmäßig meinen Blutdruck. Ich weiß gar nicht, wie der ist. Wenn ich beim Arzt bin, beziehungsweise bei meiner Hausärztin, da ist der eigentlich immer ganz in Ordnung. Gut, sie sagt, ein wenig erhöht. Aber wenn ich mich umgucke... dann alle überall. Auch ein wenig erhöht, ne? Ja. In Zeiten... Aber nicht gefährlich. Wir leben gerade in so Zeiten, da muss man sich gesund ernähren, sagen zumindest alle. Alle reden über Yoga, über Meditation und sowas. Ja. Ist das irgendwas für Sie privat? Nein. Nein, gesunde Ernährung ist absolut nichts. Als ich das letzte Mal einen Teller Gemüse gegessen hatte, da... wollte ich einen Spaziergang machen und anschließend Rosamunde Pilcher gucken. Das war keine schöne Erfahrung. Nein. Ernährung ist ganz wichtig, auch bei Hassknecht. Im Hassknecht-Prinzip diese 12 Schritte ist ein ganz wichtiger Punkt, die Ernährung. Und zwar Ernährung, die auch Magen und Darm reizt. Okay. Plädoyer zum Aufregen. Warum sollte man sich aufregen und warum ist es gesund? Warum sollte man sich aufregen, ist ja gar nicht die Frage. Man muss sich ja ständig aufregen, weil so viel rundum passiert. Ich meine, da gibt es viele Dinge. Ich habe ja das autoaggressive Training erfunden. Ich werde das dann gleich auch mal testen, ob das hier funktioniert. Da kommt die Wut aus Ihnen selbst. Nicht? Ohne jeglichen äußeren Einfluss. Und wenn man das drin hat, wenn man das verinnerlicht hat, und dann kann man sich eigentlich überall aufregen. Und ich muss sagen, ohne Grund sich aufzuregen, das gibt es in einem Land wie Deutschland eigentlich nie. Ja, viele Leute werden Sie verstehen und Sie sprechen vielen Leuten auch aus den Herzen. Sie haben gerade schon mehrfach das Bühnenprogramm erwähnt, das Hassknecht-Prinzip in 12 Schritten zum Choleriker. Und wir schauen da jetzt mal gemeinsam rein. Sehr geehrter Veranstalter, Hassknecht stimmt sich ein. Bezüglich meines Auftritts in Berlin möchte ich mich beschweren. Erst einmal eine Runde meckern.
Erstens. Bevor es überhaupt losgeht. Saal. Nein, das, was man bei Ihnen einen Saal nennt, wurde offensichtlich vom persönlichen Innenarchitekten Saddam Husseins gestaltet. Ich bin auf einer Mission! Sein Prinzip unters Volk bringen, Tipps und Tricks inklusive. Vermeiden Sie das Fliegen, wann immer es geht. Alles ist zu eng und klein und unbequem. Das Essen ist scheiße. Überall laufen Frauen in Uniform rum und man kann nicht raus. Das Flugzeug ist die DDR unter den Verkehrsmitteln. Und auch die eigene Gesundheit. Laufbänder. Sie treibt ihn zu Höchstleistungen. Wer hat die Scheiße eigentlich erfunden? Das Einzige, was hilft, gesund zu bleiben, ist... Und schafft Steilvorlagen fürs politische Lieblingsthema. Nicht krank zu werden. Schon deshalb, weil das Gesundheitsministerium in der Hand der FDP ist. Und wir lernen, auch im Hass liegt die Wahrheit. Und die trinken Schorle, neuerdings sogar Rhabarber-Schorle. Niemand trinkt Rhabarber! Rhabarber reißt man raus und schmeißt ihn weg! Finde ich aber persönlich leckerer Barberscholle, darf ich wahrscheinlich gar nicht sagen. Aber gut, sei es drum, Hans-Joachim Heiß ist hier bei uns zu Gast im ZDF Morgenmagazin und liefert uns die Anleitung zum Dampf ablassen. Sie sind natürlich schon seit langen, langen Jahren ein Schauspieler, spielen Molière, können wunderbar Heinz Erhardt parodieren. Wie ist das, wenn Sie jetzt von der großen Masse, wenn Sie so rumlaufen, natürlich als jemand wahrgenommen werden, der die ganze Zeit immer ausflippt und ausrastet? Also ich finde das sehr schön, sehr gut, wenn die Leute mich ansprechen. Da merkt man, die Sendung wird gesehen, die Sendung ist beliebt und das ist eine tolle Erfahrung, natürlich. Alles klar. Sie haben selber viel Erfahrung gesammelt als Kommunalpolitiker, darf man sagen. Wissen, wie die politische Seele tickt auf jeden Fall. Und jetzt reden Sie über Politiker, nicht gerade immer nett natürlich. Ich weiß gar nicht, wie die dann reagieren. Hat sich schon mal einer bei Ihnen beschwert? Nein, bis jetzt noch nicht. Nee, im Gegenteil. Die ich getroffen habe, die haben sich immer geoutet und haben gesagt, sie sind Fan der Heute-Show. Rainer Brüderle auch? Auch Rainer Brüderle, ja, okay. Mittlerweile, ja. Okay. Sie haben gerade gesagt, Sie wollen das Publikum jetzt einbinden und denen mal so richtig Lust machen darauf, wie Wut funktioniert und vor allen Dingen, wie Wut rausgelassen werden kann. Sie haben jetzt die Bühne. Ich bin sehr gespannt auf das, was kommt. Gernot Hastknecht, beziehungsweise Hans-Joachim Heiß. Also, bitteschön. Es ist ja so... Wie mit allem, jeder Sportler muss ja trainieren, um Leistungen zu bringen. Und so habe ich also auch das autoaggressive Training erfunden. Da kommt die Wut eben aus ihnen selbst, ohne äußeren Einfluss. Und wir probieren das jetzt mal. Es ist früh am Morgen und am besten fängt man mit diesem Training früh am Morgen an. Stellen Sie sich jetzt bitte alle mal die Farbe Rot vor, nicht? Reißen Sie die Augen ganz weit auf, ganz weit, nicht einschlafen hier. Ganz weit aufreißen die Augen. Was ist denn hier da? Augen aufreißen, Augen. Ja, so. Farbe Rot habt ihr alle? Habt ihr alle Farbe Rot? So, ja. Und jetzt merken Sie, wie sich Ihr Herzschlag beschleunigt. Spüren Sie das? Ja? Ja, gut, das kann natürlich auch daran liegen, dass Sie vergessen haben, Ihre Tabletten zu nehmen heute Morgen. Nein. Und jetzt hektisch atmen. Jetzt wird Ihnen warm, es wird Ihnen sehr, sehr warm. Spüren Sie das? Das müssen Sie spüren. Spüren Sie, es wird Ihnen warm. Und hektisch atmen, hektisch. Richtig, was ist denn da hinten los? Hier, mitmachen. Hektisch atmen, Augen aufreißen. Richtig schnaufen. Und jetzt spüren Sie, wie das innere Wutchakra aus Ihnen herausbricht. Spüren Sie das? Und jetzt ein hektisches Ha! Oh! Das war gut, er hat Talent. Wie ist das nochmal? Ha! Ja, da müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Sie müssen in meine Seminare kommen, das ist ganz klar. Vor allen Dingen in mein Programm. Heute Abend, vielleicht morgen Abend. Also wenn Sie Zeit haben, bitte, an Ihnen müssen wir noch arbeiten. Wenn Sie das, was Sie eben von mir gelernt haben, jeden Morgen 5 bis 10 Minuten machen, ist der ganze Tag eine einzige Kette an Provokationen. Und ich hoffe, Sie verinnerlichen
verinnerlichen das jetzt, wenn Sie nach Hause gehen. Und wenn Sie zu Hause noch ein bisschen üben wollen oder auf dem Nachhauseweg, nicht, schreien Sie mal im Auto Ihre Frau an, so als Training. Nicht? Und wenn Sie mit dem Taxi nach Hause fahren, dann kotzen Sie einfach mal ins Taxi und sagen... Und sagen dem Fahrer dann, regen sich auf, wie es hier stinkt und aussieht. Also wenn Sie das alles beherzigen, dann sind Sie auf einem guten Weg.